Bleibt er jetzt da sitzen? Ich glaube ja. Ja, dafür. Ah. Damit hätten wir AS. Aber warum wollte der uns jetzt unbedingt? Morgen ist echt ganz ekelig Das zumute. ist Schwabbelmasse. Das ist Flubber, Das ist Flabber ein oder so. Mimik. Mimik? Schlag's tot. Warte. Wollte sie nicht schlagen. Jo. Kapitel abgeschlossen. Glückwünsche sind angebracht. Du bist den eigenartigen Ereignissen der Seance unbeschadet entkommen. Ja, das finde ich allerdings auch. Jo. Damnation. Was soll Verdammung. der Ja. Das ist die Damnation. Das ist die Damnation. Damennation, Die ist es. Damenation. The Damnation. Aber wir sind noch nicht vorbei. Nein. Oh. Hi. Hi. Wie, warum, wa was sind das für Bretter? Was ist das da? Na du! Ich nimm den mal, ja? Hi. Tschö. Okay. Der Kraken ist erwacht. Ist er an dem Boah, Schild? ganz ehrlich, wie unfassbar gruselig ist dieses Spiel. Ich finde es echt oft. Boah. Was steht da? Crofton oder sowas. Nee, Seagon. Krempen? Krempen? Keine Ahnung. Krempen. So, ja, wir könnten jetzt da das Ding Hier rein ist sonst. machen und uns an Land ziehen. Okay, hier ist sonst nichts. Gut. Schnell! Der Kraken kommt sonst oder die Seeschlange oder was auch immer es ist. Vorsicht, Land! Bäm! Wir bewegen uns mit der Macht unseres Geistes. Wir kommen jetzt, glaube ich, zum Rapture. Abgeschlossen. Selbst kurze Reisen können große Entfernungen überbrücken und da du den Übergang gemeistert hast, bist du nunmehr bereit für den letzten Schritt. Möge das Schicksal dir gewogen sein. Isolation. Okay, Das Kapitel? okay, Okay. fein. Spiel fortsetzen. Huh, aber ich glaube, wir sind jetzt im letzten Raum, ne? Weiß ich nicht. Wir haben Ja. den Überblick schon lange verloren. Ich sag's dir, wir kommen nach Rapture. Ja, wir haben ja auch schon irgendwie rausgefunden, es gibt auch The Room 3, aber Ja, leider ich glaube, derzeit das hast nur du schon auf, erzählt. aber ja, leider nur, also noch nicht auf PC. Nur fürs Telefon. Genau. Nicht? Ne, Na noch gut. nicht. Was genau ist das? Es ist eine Apparatur. Was soll das da? Es ist, glaube ich, ein roter Hohlspiegel, irgendwie ein Spiegel. So, Okay, oh. hier geht irgendwie was auf. Ja, hier sind auf jeden Fall noch ganz viele andere Sachen, die im Ja, Raum rum. ja, ja. Irgendwo müssen wir aber anfangen. Ja. Okay, hier ist so ein. Schlüssel. Und ein Weißt du? Skarabäus oder sowas. Oder nee. Yay, Käfer, ich mag Käfer nicht. Hier passt offenbar etwas hier rein. Ja, das ist schon mal nicht Nur weil schlecht. da ein Loch ist, heißt das nicht, dass da was reinpasst. Was soll denn das? Wenn ich da. Okay, da können wir anscheinend nicht hin. Das sieht mir aus wie irgendwas, wo wir Das ist. Dinge tun können. Ja. Expedition R127. Experiment. Oh, oder Experiment, ja. Oder? Subjekt Alpha 17, Labrina Aurata. Subjekt zeigt. Lambrina ist ja ein schöner Name. Ja. Subjekt zeigt keine Reaktion auf Postmortem-Einflößung von Serum 04 in Kombination mit Elektrostimulation 10-100 Milliampere. Merklicher Korpusverfall bei hohen Amperezahlen. Schlussfolgerung Coleoptera nicht für weitere Studien geeignet. Subjekt ist offensichtlich tot.
Postmortem. Ist ja komisch. Coleoptera, ist das nicht? Das ist, glaube ich, Skarabäus. Es ist, glaube ich, der Käfer, der da drin ist. Ach, der ist tot. Wahrscheinlich. Hey, guck mal, Pixel Art ist da auch hier drin. Entschuldigung. Coleoptera. So. Ich will nicht. Hä? Was? Ah. Wie geht das denn? Ach, wir gucken auf den Spiegel, der gedreht ist. Warum? Mach mal raus. Weil der Spiegel halt gerade so eingestellt ist. Du guckst auf diesen Spiegel, das ist ein Hohlspiegel, der dreht die Sicht um und dann guckt der Spiegel witzigerweise durch dich... Was ist das denn? Durch dich durch... Ja. ...auf den Tisch. Was ist das? Weiß ich nicht. Guck mal dran. Guck mal. Das ist, glaube ich, diese komische Energie-Gedöns-Sache von... Könnte aber auch ein Darm sein. Die Schraube hält die Klappe verschlossen. Yes, vielleicht auch besser so, aber so, da haben wir da wahrscheinlich noch... müssen wir das aufmachen. Ich glaube, hier fehlt was. Ja, ja. Müssen wir hier Strom drauf leiten? Das weiß ich nicht. Okay, ich kann jedenfalls nichts so, machen. Da ist noch so ein Schalterding. Machen wir da. Ne, funktioniert nicht. Ja gut, okay, da fehlt auf jeden Fall so eine Art Batterie. Mhm. Okay. Oh, was ist da oben drin? Dieser Buchhalter. Ja, warte. Okay. Nichts. Ah, das hat mich jetzt gewundert. Ja, mich verwundert das auch. So, ja. Aber hier auf diesem Tisch ist sonst nichts. Da liegt aber doch ein Schraubenzieher, oder ich mich. Ja, den habe ich doch gerade. Also, das funktioniert. Anwählen wollen, das geht ja nicht hier. Das da meinst du? Ja. Nee, okay. Dann der Schrank. Oder die Lampe. Die Lampe? Ja. Nein, okay, der Schrank. Was zum Lesen. Okay, 1, 2, 1, 2, 1. Huch. Ich war nicht darauf vorbereitet, dass das geht. Schraubenzieher. Experiment 207. Subjekt Beta-4. Rattus. Deutliche Aufhaltung Subjektnekrose der prämotären Einflößung von Serum 05. Temporäre Wiederherstellung Muskelreflex bei Postmortem Elektrostimulation 75 bis 85 mA. Prämortem? Prämortem. Verstorben. Bevor es verstirbt. Also vorher, bevor etwas tot ist, zeigt es Reaktionen auf etwas. Nee. Das hätte ich dem auch sagen können. Nein, also bevor sie es umgebracht haben, haben sie im Prämortem noch was eingeflößt und danach hatte die Muskelreflexe wieder angefangen, nachdem es tot war. Okay. Was ist das hier? Ein Teil des Schildfehls. Eine sternförmige Aussparung. Alles klar. Vielen Dank. So. Können wir diese eins hier nehmen? Mach mal so. Nein? Nein? Gut. Können wir bei der 2 was machen? Oder so? Warte, hier. Da unten sind auch Schubladen. Gut. Guck mal, die Tür können wir wahrscheinlich öffnen. Einfach nur, indem wir diese komischen Festhalteklammern lösen. Diese andere Tür. Die meinst du? Ja. Ja. Kommst du da nicht hin? Mach mal einen zurück. Und jetzt auf die... Genau. Nee, da kannst du nicht hinklicken. Wieso geht das nicht? Okay. Möglicherweise, weil man etwas anderes tun muss. 1, 2, 1. Was hat das zu bedeuten? Aber guck mal, das hier sieht auch aus, könnte man das irgendwie hochschieben oder runter. Ja. Aber nimm doch erstmal den Schraubenzieher und schraub dieses komische Ding da auf. Will ich nicht. Dann guck da rein. Hä? Toll. Das ist, ja. Ja, auch gut. Gut, da sieht man nichts Besonderes. So. Guck mal in diese komische Blickmaschine rein. Die Blickmaschine?
Ah, ja, okay. Die braucht Strom, glaube Die ich. braucht Strom. Hier gehört sicher eine Filmspule hin. Ach so, Input braucht die auch. Oh. Und noch ein Gerät. Oh. Oha. Das hat bestimmt. Wow. Eins, zwei, drei. Einer der Griffe fehlt. Okay. Eins, zwei. 1, 2, 1 war da was. Ja, wahrscheinlich. Aber vielleicht müssen wir ja erstmal andere Sachen machen dafür. Da ist was Schraubenzieher. hinter. Was soll man da mit dem Schraubenzieher? Das sind Also, Buttern. dachte ich jetzt auch. So, da kann man sicherlich eine Batterie aufladen oder sowas. Ein Fach mit elektrischen Anschlüssen. Was kannst du da oben machen? Nix. Nix. Was mit dem Hebel da drüben? Ja, der wird ja nicht funktionieren. Der ist auch nicht benutzbar Ja, gerade. dann müssen wir wohl jetzt doch die Kugel aufschrauben. Ich Dreh will aber schneller! nicht. Eine Batterie. Eine Holzkiste. Ah, 1, 2, 1. Nein. Anders. Wie anders? Anders. Und zwar. Ah, okay. Da, eins habe ich schon. Dann das S mit dem Strich und diese Dinge da. Das S mit dem Das Strich. ist da oben. 7. Sieben. Aha. Und das da. Drei. Tada! Die Batterie. Yay! Okay. Und jetzt müssen wir die Batterie. Mehr kann man sich hier nicht angucken. Ja. Wieso nicht? Ich will das nicht. So. So, jetzt die Batterie in das Fach da rein, ne? In dieses? Ja. So, jetzt kannst du den Griff drehen. So, okay, und jetzt musst du den Hebel umlegen. So, jetzt ist die Batterie geladen. Jetzt geht hier auf auch. Nee. So, und jetzt müssen Ich wir auf habe die eine andere Batterie. Seite. Hier, ne? Ja, genau da. Ja, einmal rum. Ja. Ah, okay. Jetzt guck mal da das Loch durch und richte das direkt auf diese rote Kugel aus. Genau, da. Hätte jetzt gedacht, jetzt passiert irgendwas. Ach so, ah, du musst wahrscheinlich die Spiegel noch verstellen. Ah. Ja, gut. Nee, nee, mach ganz auf. So. So, und jetzt guckst du durch. Ah, ja. Okay, jetzt auf den Oh, Hohlspiegel. das ist aber Oh, hell. oh, oh. Ja, okay. So. Uiuiuiui. Aber das Ah, nehme ich schon mal an mich. der sternförmige Griff. Okay.
Wo brauchten wir den Stern? So, wo brauchten wir den sternförmigen Griff? Nicht. Muss ich hier was hinstellen? Ja, ja, du musst jetzt wahrscheinlich was für dieses goldene Ding da besorgen, einen Spiegel und den einmal rumziehen. Da, genau, da war der sternförmige Aussparung. Der? So. Ein. Zwei. Zieh mal die Schublade raus. Oh, was ist das? Ach nee. Oh, guck mal, das ist eine andere Schublade. Moment. Was ist das? Eine riesige Wasserwanze. Toll, Wahnsinn. Was wollte ich schon immer mal haben. Ja. So, da ist die Filmrolle. Eine Rolle mit Bildern. Oh. Dr. Beckett. Kirkton Sanatorium Infirmary and Municipal Dispensary for Consumptives. Ja. Geschätzter Professor de Montfaucon. Ihre altruistischen Motive bezweifle ich zwar nicht, doch den Zustand ihrer Schwester ist der fortgesetzte Aufenthalt in ihrem Anwesen nicht zuträglich. Ich bitte Sie, Madame Lucys schnellstmögliche Rückverbringung ins Sanatorium zu veranlassen. Mit angenehmem Gruß, Dr. Beckett. Du lügst doch bestimmt. So. So, warte. Genau. Wahrscheinlich müssen wir... So, und jetzt wieder zurückdrehen. Ah. Ah. Oh. Guck mal von unten dran. Hä? Von unten an die... Achso, an die Schublade meinst du? Ja. Ah ne, da ist nichts von unten aber hier dran. Hier ist ja noch was. Ja, da oben neben dem komischen Können Käfer... Können wir da vielleicht den Käfer ranpacken? Nee, der Käfer kommt wahrscheinlich an die... An die Wand. Da fehlen aber noch mehr. Ah, okay. Guck mal, da oben ist ein Brief. Ah. Ah, das ist, glaube ich, ein Spiegel. Experiment 501, Subjekt EH. Ansatz oben rechts, Abtrennung Schultergelenk. Vollständige Aufhaltung Subjekt Nekrose bei Prämortem Einflößung von Serum 05 gefolgt. Von Postmortem Einflößung von Serum 04. Perfekter Muskelreflex bei Elektrostimulation 77¾ mA. Ein Hebel. Ein großer Griff. Ach, das kannst du jetzt da unten reintun. Ja, okay. In die Aussparung beim Tisch. Ja, warte. Was ist das? Noch nichts. Noch nichts. Ja, genau. Wir könnten jetzt die Filmrolle uns angucken. Oh, die ist bestimmt voll gruselig. Wahrscheinlich. Oder am Tisch dieses Ding da rumdrehen. Aber dafür haben wir noch keinen Spiegel. So, du meinst, da kommt die rein? Ja. Das ist aber schön, dass der sich immer mitdreht. Genau. Weiter. Hä? Wo drehe ich denn hin? Ach so, und da muss dann was rein. Genau. Da kommt wahrscheinlich ein Prisma rein. Den. Filmrolle. Die Filmrolle, die kommt in den Filmografen. Oder Filmrollografen. Wie? Ah, da müssen wir jetzt die Batterie wieder raus... Aber dann haben wir keine Batterie hier drin. Ja, ich weiß. Dafür musst du erstmal den Strom wieder ausschalten. Das geht nicht. Mist. Ja, aber vorher hätten wir das nicht machen können. Das stimmt. Also brauchen wir jetzt noch eine Batterie? Eventuell. Wir haben immer noch den Schraubenzieher. Das würde aber hier keinen Sinn machen. Nee, da wird's ja auch leuchten. Ah. Haben wir denn noch Schrauben? Ob wir noch Schrauben haben? Hm. Hm.
So. Ja, okay. Oh, wir haben einen Hinweis. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Haben wir hier nicht irgendwie vielleicht Schrauben noch? Dann Hebel. Hier haben wir ja Ach, kannst sowas. du den vielleicht mit dem Beziehungsweise, Schraubenzieher abschrauben? es wundert mich ja die ganze Zeit schon, dass wir da nicht drankommen irgendwie. Wieso nicht? Weiß ich nicht. Was kann ich abschrauben? Den Käfer da oben, ich weiß es nicht. Den? Dass wir den Den halt haben wir doch einfach. keine Schrauben. Ja, ich glaube, aber das ist das Prisma, was wir brauchen. Ah, gut, war auch eher eine Vermutung.